Yeah, herzlich willkommen im Living Room. Ah, schön bist du da. Und gut zum Anfang habe ich für dich ein kleines Quiz. Wer ist das da hier? Wenn du es weißt, dann schreib jetzt das in den Chat. Und welcher Chat ist die Frage? www.joyce.ch/live, genau. Und dann landet es hier dahinten auf dem Bildschirm und dann würden wir sehen, dass du die Antwort weißt. Aber im Moment sehe ich ja nur den Mötzu und den Severin. Ah, oh, hat uns ein Herz geschickt. Ah, der Patrick Pederweiser. Es ist der Bert. Woohoo! Hello. Bert, bist du ready for the Sendung? Hey, natürlich! Natürlich, sind alle Apps ready? Ja, jetzt sind sie wieder ready, ja. Jetzt, wo ich alle wieder super installiert habe. So gut, ich bin. Also gut, das heisst, ich bin ready, Bert ist ready und ihr daheim seid ready. Unter anderem ready, hä? Der Severin. Und wir haben gesagt, Mötzu und Oxy und Patrick Peder und noch viele mehr, die im Chat sich jetzt einchecken und sagen, yes, we want a party! Und damit ihr wisst, wie die Party heute aussieht, haben wir eine kleine Zusammenfassung für euch. Und ja, schaut mal. Die Gewinnerin von The Voice of Switzerland, Tiziana Giulino, performt ihren Song Warriors live im Living Room. Ebenfalls die Bühne rocken wird der Laurin Buser zusammen mit ihrer Liveband. Und wir zeigen dir das Interview mit den erfolgreichen DJs Sascha Bremer und Nico Ne. Yes, jetzt weißt du, was dich in der Sendung erwartet. Und ja, du hast es jetzt auch, Bert, gell? Aha. Wer ist so ein bisschen bei uns im Chat schon sonst noch aufgeregt und freut sich auf den einen oder anderen Gast? Dex ist gespannt wie ein Flitzebogen. Aha. Also, glaube ich zumindest. Oder hast du es jetzt einfach erfunden? Du darfst nur Sachen sagen, die wirklich im Chat stehen. Bert. Entschuldigung, Oxy. ja, zu Seben, der Patrick Peder ist dabei, der Severin ist dabei. Und der Severin meint, morgen ist der Tag, wo man randaliert. Der Tag, wo man als Arbeiter frei bekommt und darf geniessen. Und ich freue mich auch schon auf meinen Freitag, aber so weit sind wir noch nicht. Wir sind den heutigen Tag am Abfeiern.